Lange hat's gedauert, aber nach knapp 8 Jahren Entwicklungszeit ist Red Dead Redemption 2 endlich fertig. Und die Erwartungen an den Rockstar-Titel sind gewaltig, denn schon der Vorgänger Red Dead Redemption begeisterte 2010 Kritiker und Spieler gleichermaßen. Und auch durch den gigantischen Erfolg von GTA 5 sind die Ansprüche an den virtuellen Western natürlich nicht kleiner geworden. Ob Rockstar mit RDR 2 erneut Maßstäbe setzen kann, verrate ich euch jetzt im Testvideo. What about loyalty? Loyal to what matters. Do as you're goddamn told. Die Story von Red Dead Redemption 2 versetzt euch ins Jahr 1899 und damit etwa 12 Jahre vor die Ereignisse von Red Dead Redemption 1. Zivilisation, Fortschritt und Gesetz halten mehr und mehr Einzug in die USA, der Wilde Westen verkommt zunehmend zu einem Mythos. Dennoch gibt es einige Outlaw-Banden, die sich dem entgegenstellen und von einem Leben ohne Regeln träumen. Ihr übernehmt die Rolle von Arthur Morgan, Mitglied der Vanderlinde-Bande, die allerdings am Anfang des Spiels ziemlich in der Klemme steckt. Nach einem schiefgelaufenen Überfall muss sich die Bande dezimiert und gejagt in die verschneiten und bitterkalten Grizzlyberge zurückziehen, um sich dort neu zu sammeln und Geld für ihr weiteres Vorgehen zu beschaffen. Der vergleichsweise gemächlich erzählte erste Teil um die verfallene Bergbausiedlung Coulter führt dabei tutorialartig ins Spiel ein und ist gleichzeitig der Auftakt der knapp 40 bis 50 Stunden dauernden Story, die von Anfang an packt und gerade im späteren Verlauf einige nette Überraschungen bietet. Und nein, keine Sorge, die werde ich in diesem Video natürlich nicht verraten. Die Prämisse der Geschichte unterscheidet sich dabei grundlegend von der des Vorgängers, denn neben Arthur erzählt RDR 2 auch die Geschichte der Vanderlinde Gang unter der Leitung des charismatischen Anführers Dutch. Aber nicht nur der Bandenchef ist hervorragend geschrieben und als Charakter interessant, denn das trifft im Grunde auf jeden Einzelnen aus der mehr als 10-köpfigen Gruppe zu. Hosea Matthews beispielsweise ist Dutch Kompagnon und Mitbegründer der Bande, Micah Bell hat etwas dezent Irres an sich und Uncle ist ein fauler Sack, der statt zu arbeiten lieber dem Alkohol zuspricht. Und natürlich, Kenner des Erstlings werden es wissen, ist auch John Marston Teil der Bande, mit dem sich Arthur allerdings zumindest zu Beginn nicht so wirklich grün ist. Next time, let the wolves eat all your brain. Then you'll be a genius. Die Geschichte treibt euch nach und nach durch die Spielwelt und mehrmals muss die Bande ihren Lagerstandort wechseln. Dabei variiert dann auch die Dramaturgie etwas und es kommt immer wieder zu kleineren Höhepunkten bzw. Katastrophen. Präsentiert wird die Story dabei in exzellent inszenierten Zwischensequenzen, bei denen vor allem die Animationen und die hervorragende englische Synchronisation hervorstechen. Die Wahl von Kameraperspektiven und der Einsatz von Unschärfen lassen die Sequenzen zudem sehr filmisch wirken. Zusammengefasst ist der Plot von RDR 2 damit sicherlich mit die bislang stärkste Rockstar-Geschichte. Always a pleasure. You're right, we ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Gameplay-technisch bewegt sich RDR 2 auf recht bekannten Pfaden und setzt auf den bewährten Open-World-Mix aus Missionen, Nebenaufgaben und ganz viel Erkundung. Nach dem ersten Kapitel öffnet sich das Spiel deutlich mehr und ihr könnt im Grunde die meisten Untersysteme des Spiels ausprobieren. Andere, wie etwa hier das Angeln, werden dagegen erst im Laufe des Spiels freigeschaltet. Im Gegensatz zu GTA 5 gibt es in Red Dead Redemption 2 keine kaufbaren Immobilien, stattdessen fungiert das Camp der Bande als stets verfügbarer Hub, in den ihr jederzeit zurückkehren könnt. Das hat nicht nur atmosphärische Auswirkungen, weil ihr hier zum Beispiel mit anderen Bandmitgliedern quatschen oder Spiele wie Domino spielen könnt, sondern durchaus auch spielerische Bedeutung. Denn an der Lagerkasse könnt ihr erbeutete Wertgegenstände oder Geld der Gemeinschaft spenden und damit später Verbesserungen wie etwa einen Munitionsvorrat für das Lager kaufen. Oder ihr erledigt kleinere Aufgaben für die Lagergemeinschaft wie Holzhacken oder Holz zur Futterstelle bringen. Auch dafür werdet ihr nicht nur mit ein paar warmen Worten belohnt, sondern verbessert auch Teile eurer Statuswerte. Statuswerte? Ja, die sind neu bei Red Dead Redemption 2. Arthur hat insgesamt 3 davon, und zwar für Gesundheit, Ausdauer und Deadeye. Die äußere Ringanzeige zeigt dabei die verfügbare Menge an. Entscheidender ist allerdings der Kern, der wiederum anzeigt, wie schnell sich ein Wert regeneriert. Klingt komplizierter als es ist, allerdings solltet ihr die Kerne auch nicht außer Acht lassen, sondern müsst sie von Zeit zu Zeit zum Beispiel mit gekauftem oder gekochtem Essen oder bestimmten Toniken wieder auffüllen. Und nein, keine Sorge, dadurch wird Red Dead Redemption 2 nicht zum stressigen Survival-Spiel, weil ihr wirklich nur ab und an mal etwas essen müsst und dann meist auch entsprechende Vorräte in der Tasche habt, zumindest wenn ihr fleißig alles lootet, was euch in die Finger kommt. Pferde nehmen eine noch stärkere Rolle ein als im Vorgänger, denn ihr könnt jetzt eine Bindung zu den Tieren aufbauen. Je länger ihr euch mit dem Tier beschäftigt, desto stärker wird die Bindung und je nach Stufe schaltet ihr bis zu 3 Spezialaktionen frei, die allerdings für jede Rasse im Spiel, 19 sind es insgesamt, identisch sind.
Neue Pferde könnt ihr euch entweder in Ställen kaufen, von NPCs klauen oder in der Wildnis finden bzw. zureiten. Schießereien zu Fuß oder zu Pferd sind natürlich fester Bestandteil des virtuellen Outlaw-Lebens. Dafür steht euch ein ganzes Sammelsurium an Handfeuerwaffen, Gewehren, Flinten und mehr zur Wahl. Die Schusswechsel sind filmreif inszeniert, steuern sich im Vergleich zu beispielsweise Shootern aber deutlich träger und behäbiger, woran man sich in den ersten Spielstunden erst noch gewöhnen muss. Auch die Waffen- bzw. Item-Auswahl über die Ringmenüs fallen mitunter in der Hektik eines Gefechts haklich aus. Das hat Rockstar nicht hundertprozentig zufriedenstellend gelöst. Generell muss man sich in die Steuerung, bei der Knöpfe teilweise mehrfach belegt sind, erst reinfuchsen. Die Interaktionen gehören zu den wichtigsten Features in Red Dead Redemption 2, denn mit Druck auf die linke Schultertaste könnt ihr nun mit nahezu jedem NPC interagieren, ihn etwa grüßen, verärgern oder ausrauben. Dabei ähneln sich zwar viele Dialoge, allerdings kann es auch immer wieder zu witzigen Situationen kommen, weil Arthur nie um einen provozierenden Spruch verlegen ist. You're just a bad rider. An expensive horse won't change that. Oder ihr erfahrt zusätzliche Informationen, wie hier für einen optionalen Überfall. Ihr könnt also entscheiden, wie ihr anderen gegenübertretet, ob ihr ihnen helft oder sie sterben lasst, wie in dieser Szene. Viele eurer Taten haben direkte Auswirkungen auf euren Ruf und dementsprechend reagiert die Spielwelt dann auf euch. Gute Outlaws bekommen beispielsweise Rabatt bei den örtlichen Händlern, böse Outlaws werden dagegen von der Bevölkerung gemieden. Das kann sogar so weit gehen, dass euch dann bestimmte Missionen gar nicht zur Verfügung stehen, beziehungsweise bestimmte Menschen nicht mit euch sprechen wollen. Die über 100 Story-Missionen treiben die Geschichte nach und nach voran und auch wenn sie nach dem bewährten GTA oder Red Dead Redemption 1 Muster aufgezogen sind, sind sie stets abwechslungsreich. Auf dem Plan stehen unter anderem Überfälle, Rettungsmissionen, Jagdaufträge und vieles mehr. Auch hier will ich nicht allzu viel verraten, es gibt aber einige bemerkenswerte Missionen, die mir noch sehr lange im Gedächtnis bleiben werden. Ein schöner Kontrast zu den actionorientierteren Aufgaben sind die Stealth-Missionen, bei denen vorsichtigeres Vorgehen gefragt ist. Beispielsweise bei diesem nächtlichen Einbruch in ein Haus. Die Stealth-Mechanik funktioniert dabei überraschend gut. Ein Highlight sind auch die Fremdenmissionen. Falls irgendwo ein Fragezeichenbereich auf der Karte aufploppt, solltet ihr dort unbedingt mal vorbeischauen, denn es erwarten euch einige abgefahrene Aufgaben von mindestens ebenso abgefahrenen Charakteren. Und natürlich gibt es neben den Missionen und Fremdenaufträgen auch noch jede Menge anderen Kram zu tun. Ihr könnt beispielsweise für die örtlichen Sheriffs Jagd auf gesuchte Banditen machen, Kutschen zu einem Hehler bringen, Morde aufklären, diverse Sammelobjekte oder Schätze suchen, jagen, angeln, Spiele spielen, ins Theater gehen, Arthur neu einkleiden, euer Pferd verschönern, eure Waffen verbessern, baden und vieles mehr. Langweilig dürfte es euch also auf sehr lange Zeit nicht werden. Eingebettet ist das alles in die wohl schönste, organischste und deswegen auch glaubwürdigste Open World, die ich bislang gesehen habe. Es ist die bisher größte Rockstar-Spielwelt, vergisst dabei aber nicht genügend Abwechslung zu bieten. Von den schneebedeckten Bergen im Norden über Graslandschaften, dichte Wälder und schlammige Sümpfe bis hin zu ausladenden Tabakplantagen im Südosten der Karte ist alles dabei. Dazu kommen einige Städte wie Valentine, Strawberry oder Saint-Denis. Das Verblüffende ist dabei, dass alles einzigartig aussieht, deswegen ist es allein schon fantastisch, einfach nur durch die Welt zu reiten und sein Auge schweifen zu lassen. Für die notwendige Lebendigkeit sorgt zum einen die vielfältige Fauna mit knapp 200 Tierarten, von denen einige euch und eurem Pferd gehörigen Respekt einjagen werden. Und zum anderen gibt es zig verschiedene Zufallsbegegnungen in der Welt, die alle eigene kleine Geschichten erzählen. Dieser Typ hier zum Beispiel wurde von einer Schlange gebissen, also saugt ihm Arthur kurzerhand das Gift aus der Wunde. Das Coole daran ist, dass ihr ihn später wieder treffen könnt, gut gelaunt vor einem Waffenladen und euch auf seine Kosten ein neues Schießeisen gönnen könnt. Die Welt steckt voll von diesen Begegnungen, manche davon können allerdings auch tragisch enden. Technisch gibt's ohne jede Diskussion die Bestnote, denn Red Dead Redemption 2 gehört zu den hübschesten Spielen, die ich jemals gesehen habe. Wie Rockstar die offene Welt inszeniert mit all den fantastischen Lichtstimmungen, den realistisch animierten Tieren, den beeindruckenden Wettereffekten, den unzähligen Animationen und der enormen Detailverliebtheit, das alles gab es in dieser Form noch nicht und wird sicher auf Jahre hinaus Maßstäbe im Open-World-Bereich setzen. Gleichzeitig sorgt es für eine unheimlich dichte Atmosphäre, die unaufhaltsam hineinsaugt und oft vergessen lässt, dass es sich hier um ein Spiel handelt. I killed Combs' brother. Long time ago. Then he killed a woman I loved dear.
Beim Sound sieht es ähnlich aus, denn die englische Synchronisation mit ihren über 1000 Sprechern ist exzellent, die Abmischung der Soundeffekte makellos und der dynamische Soundtrack sorgt stellenweise für echte Gänsehautmomente. Eine deutsche Synchronisation fehlt übrigens wie bei Rockstar üblich, ihr könnt aber deutsche Untertitel zuschalten. Rockstar hat es also einmal mehr geschafft und liefert mit Red Dead Redemption 2 ein absolutes Ausnahmespiel ab, das vielleicht keine Videospielnorm über den Haufen wirft, aber die Messlatte in nahezu jeder Hinsicht auf ein neues Level hebt. Story, Immersion und insbesondere die Technik sind auf außergewöhnlich hohem Niveau und werden dafür sorgen, dass wir über dieses Spiel noch in vielen Jahren sprechen werden. RDR 2 ist ein echter Atmosphäre-Gigant, die perfekte Western-Illusion und ein absoluter Pflichtkauf für jeden volljährigen PS4 und Xbox One-Besitzer. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 ay. Canta los colores, porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones.